Und? Haben Sie wohl geruht? Jo. Ist schön, ne? Hm. Und es duftet so nach Holz. Ist aber ein bisschen hart. Ja, ich habe auch das Gefühl, hier fehlt was. Guten Morgen! Frühschicht! Morgen! Es ist total wichtig, dass wir uns in die Materie eindenken, Jan. Weißt du? Deswegen haben wir hier übernachtet. Morgen. Moin. Schön, dass ihr auch schon da seid. Von wegen. Um 7 Uhr wird in der Schreinerei Kreuz schon kräftig gewerkelt. Die kleine Firma hat sich auf Möbelbau für Privathaushalte spezialisiert. Schreinermeister Jan arbeitet hier schon seit 36 Jahren. Er ist also der ideale Mann für die blauen Praktikanten. Für meinen ersten Job benötige ich eine Deckleiste für den Schrank. Das soll 10 cm breit werden. Ja. Drückst hier 100 ein. Ja. Und auf Start. Okay. Ja. Mit beiden Händen ranschieben. Ja. Und jetzt einfach nach vorne. Genau, gleich nach vorne. Doppelstunden. Hier stellen wir die Länge ein. So, jetzt wollen wir mal gucken, ob es 2 Meter ist, Jan. Warte mal. 1,79. 1,68. 1,94. Kommt ungefähr hin, ne? Alles klar. 9 Uhr, unser Bettgestell vom Anfang muss raus zum Kunden, also ab die Post. Köln-Marienburg, Michael Hohlmeier ist Stammkunde und wartet schon. Also in die Hände gespuckt und ran ans Werk. Übrigens, schicke Hütte, muss man schon sagen. Wer hier wohnt, der spart auch nicht an der Schlafgelegenheit. Es gibt immer weniger Leute, das Geld sitzt ja nicht mehr so locker, die sich auch mal was bauen lassen, ne? Ja, aber die Qualität spricht einfach dafür. Es macht einfach mehr Sinn, als beim schwedischen Möbelhaus was zu kaufen, was man nach 2 Jahren wegschmeißt. Fehlen nur noch die Lattenroste und Matratzen. Fertig, aus. Licht aus, bitte. Guten Abend. Jetzt ein Frühstück ans Bett. Es wird aber nicht gelöffelt. 10 Uhr zurück in der Werkstatt. Chef Theo nimmt uns Uwe unter seine Fittiche. Er, also der Chef, ist seit 40 Jahren im Unternehmen. Und dann machen wir von der Seite auch diese Jährung, damit das hier auch einfach gut ist. Wolken? Gutes Augenmaß, Uwe. 10:30, Frühstückspause mit den Jungs. Was hat sich denn verändert in der Zeit? Wenn man bedenkt, zurückliegend zu meiner Zeit her, was alles auf den Baustellen vom Schreiner gemacht wurde. Über Fußboden, Treppen, Fenster, Türen. Heutzutage in Neubauten, ja, Schreiner ist da mehr oder weniger Mangelware. Ja, aber wer macht das denn jetzt, die Arbeit? Alles Fertigteile. Weiter geht's. Diese Stuhlstreben sind erneuert worden. Um den richtigen Look kümmern wir uns. Von unten auch? Ja, alle Seiten. Da guckt der Kunde doch gar nicht hin. Doch, das sieht er. Wenn du das an eine Oma verkaufst, die gar nicht mehr so gut gucken kann. Kann sich aber immer noch bücken. 10:30, wir gehen Kollege Dirk zur Hand. Ein Brett soll geglättet werden. Die 50 Jahre alte Hobelmaschine entfernt alle Unebenheiten. Dirk ist seit 15 Jahren Tischler, sein absoluter Traumberuf. Der Tischlerberuf ist in dem Sinne sehr vielseitig. Ja. Es sind sehr, sehr viele verschiedene Materialien. Und ja, man kann alte Sachen bauen, man kann moderne Sachen bauen. Es ist so ein Mix heutzutage halt. Was ist so deine Spezialität? Was also am liebsten mache ich Möbelbau, Lackieren, Oberflächenbehandlung. Das ist mein Steckenpferd. Tischler ist ein interessanter Job. Also genau das Richtige für Bastler wie uns. 12 Uhr Feierabend für die Frühschicht. Das war's für unsere Frühschicht in der Schreinerei Kreuz. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Gut Holz. Frühschicht. Frühschicht. Frühschicht.